gehen wir. Vielleicht esse ich alles auf einmal aus. Und dann. Und gerade Mäuse habe ich so selten. Und die schmecken wie es. Da muss ich nicht zu viel Glück haben. Meine sensible Nase riecht kaum etwas Gutes bei diesem Stamm. Ja, kaum zu glauben. Bei dem ganzen Müll hier ist es in der Tat schwer, etwas Gutes zu finden. Die Menschen machen, was sie wollen. Sie schmeißen alles durch die Gegend. Plastik, Glas und sie holzen unsere Wälder ab. Aber was interessiert mich das? Ich habe mein Tagesmenü ja schon gefunden. Wie könnt ihr uns das nur antun? Seht ihr nicht, wie wir leiden? Ah, gibt es hier diese andere Maus, die weniger redet? Bist du wie? Ich meinte natürlich, ihr Tierquäler, ihr Umweltverschmutzer. Viele aus meiner Familie sind gestorben. Erstickt am Plastik, durchbohrt von Nägeln, erschlagen von einem Baum. Oder es war eine große Schlange, die Hunger hatte. Wie? Ich sagte, dass ich wirklich langsam Hunger habe. Yes, ich lade dich herzlich ein. Meine Vorräte müssen für uns beide reichen. Hallo Maus! Hallo, wer bist du? Ich bin die Waldfee. Geht's dir gut? Ja, mir geht's sehr gut. Ich habe ein großes Stück Käse. Oh, hast du ein Glück. Bist du klein? Ja. Mir geht's leider gar nicht gut. Guckt euch doch mal um hier. Genauso sieht es in meinem Wald aus. Und das Wasser ist dreckig und überall liegt Müll. Es sterben so viele Tiere und Pflanzen hier. Guckt. Die armen Tiere, die armen Pflanzen. Aber so geht es auch meiner Familie. Viele aus meiner Familie sind gestorben. Wir sind ein Plastik aus dem Volk von Nägeln gestorben. Und von Bäumen. Oje, die Armen. So geht das nicht weiter. Hilf mir, Maus, wir müssen was ändern. Was hab ich? Kleine Hilfe für Maus. Wir müssen die Tiere rufen. So geht das nicht weiter mit dem Wald. Wir müssen aufräumen. Was sollen wir denn machen, Waldfee? Wir sind hier auf einer Kunstausstellung. Ich würde sagen, wir basteln aus dem Müll eine Collage.